Der coolste Weg, ein Fireman abzubauen. Lässig stehend und abbauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Wir sind in den letzten Folgen glücklicherweise endlich den Aliens von der Schippe gesprungen, dem bevorstehenden Tod von der Schippe gesprungen. Ich habe ein klein bisschen in der Zwischenzeit vorproduziert. 39 Lasertürme. Die würde ich gerne hier aufstellen, habe aber, während ich die Lasertürme produziert habe, gesehen, dass wir hier hinten, wenn ich nicht gegen diesen Strommasten laufen würde, ein Königreich für eine Möglichkeit, hier Brücken drüber zu bauen. Ich habe gesehen, dass wir hier relativ häufig angegriffen werden. Hier haben wir nur zwei Lasertürme stehen, weshalb ich zuerst einmal gerne hier noch ein wenig... Tja, schade. Das Ufer mit Lasertürmen pflastern möchte. Ich baue den mal kurz ab. Dann können wir den einen nämlich hier unten hinstellen und den anderen hier hin. Da haben wir hier wieder alles versorgt. Als Schritt Nummer nächster würde ich dann gerne dasselbe hier tun. Also einmal hier ansetzen und quer durchziehen. Upsala. Quer durchziehen. Baut mal bitte ab. Oh, böses Faul. Oh, böses Faul. Habe ich die tatsächlich? Ja, habe ich. Böses Faul, der Herr. Böses Faul. Jetzt baut doch mal bitte hier ab. So, jetzt. Tada. So, jetzt haben wir mal hier. So und so und. Ha, perfekt. So. Jetzt sollten wir hier vorerst sicher sein. Wir werden vermehrt hier oben angegriffen in letzter Zeit. Wir sollten also zusehen, dass wir dort schleunigst ein paar Lasertürme hinstellen. Denn wir erinnern uns ja, ich hatte die Munitionsproduktion abgebaut, weshalb wir früher oder später dort oben Munitionsprobleme bekommen könnten. Mehr Lasertürme! Oh, schau mal, es reicht ganz genau. Perfekt. Auch noch ein paar Mauerstücke. Nein, dann reparieren wir hier nochmal schnell. Die Reparaturintervalle werden geringer, einfach weil unsere Lasertürme so eine schöne große Reichweite haben. Und die Aliens jetzt kaum noch bis hier zu den Mauern kommen, um sie zu zerstören. Wird natürlich nicht wirklich von Dauer sein, dieser Zustand. Denn sobald mehr Umweltverschmutzung die gegnerischen Basen erreicht, werden wir natürlich auch mit stärkeren Gegnern konfrontiert werden. Ich habe doch hierfür irgendwas Kohle gebraucht. Wo war denn das? Ah nein, das kommt erst. Entschuldigung, ich bin schon wieder einen Schritt zu weit. Denn als nächstes wollen wir uns natürlich um die nächste Technologiestufe kümmern. Das sind in diesem Fall die blauen Fläschchen. Kennen wir ja noch von den Missionen. Da mussten wir die auch schon produzieren. Es hat sich, glaube ich, nichts dran geändert. Ein Smart Insider, ein Stahlträger, einen erweiterten Schaltkreis und eine Batterie. Den Smart Inserter, den intelligenten Knickarm und den Advanced Circus, den erweiterten Schaltkreis, können wir noch auf unserem Fließband hier produzieren mit unserer Förderung hier, mit unserer, na, sag ich mal, wie es heißt, mit unserem Rückgrat in unserer normalen Produktion. Schauen wir mal, was wir hier Neues bekommen haben. 17 Stück. Woran mangelt's? Batterien und Batterien. Tja, das artet jetzt natürlich wieder in einer ständigen Hin- und Herrennerei aus. Ich habe in der Zwischenzeit, ich habe zwischen der Aufnahme jede Menge Kupferplatten und Eisenplatten eingesammelt. Mal schauen, ob noch was übrig ist. Ja, okay, geht noch, geht noch, geht noch. Wir haben hier 86 neue Batterien. Ihr seht, die Schwefelsäureproduktion... Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, die Schwefelsäureproduktion kommt nicht nach. Daran liegt es aber scheinbar nicht. Nee. Interessant, gut. Weiter im Text. Die Batterien würde ich nicht mit einem Förderband rüberbringen lassen, sondern mit uns. Oh, mit unseren Knickarmrobotern. Ich habe vergessen zu forschen. Die Forschung ist zwischen der Aufnahme fertig geworden. Wer hätte es gedacht? Und ich wollte natürlich damit warten, bis ihr wieder da seid. Wir erforschen die Logistikroboter als nächstes. Dann können wir nämlich Kisten. Nein, falsch. Dann können wir mit den Robotern förderbandunabhängig Zeug durch die Gegend transportieren. Habt ihr, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht gesehen? Tja, die Hälfte von 87 ist leider auch keine gerade Zahl. Packen wir trotzdem hier mal dann die einen und hier die anderen rein.
Wir machen uns jetzt also schleunigst mal dran, unsere blauen Fläschchen zu produzieren. Advanced Circuits werden produziert aus elektronischen Schaltkreisen, Kupferkabeln, jede Menge und zwei Plastikbarren. Tja, dumme Sache das, wir haben noch keine Plastikbarren. Schauen wir schnell nach. Plastik, Plastik, Plastik. Sollten wir schon erforscht haben. Daumen drücken, Daumen drücken. Können. Das müsste hier eigentlich bei Chemie sein. Wo ist die Chemie? Oh, zu viel Forschung hier. Das können wir noch nicht. Doch, wir müssen Plastik erforscht haben. Sieht's jemand? Da? Nein. Da. Hat noch das falsche Symbol. Sie haben nämlich das hier geändert. Den Plastikbarren. Das Bild des Plastikbarrens auf dem Förderband wurde geändert, aber die Forschung noch nicht. Deshalb habe ich gerade nach dem falschen gesucht. Jede Menge Petroleumgas. Und ein wenig Kohle. Das war das, was ich eben gemeint habe. Demnach sollten wir zusehen, ob wir, beziehungsweise zusehen ist das falsche Wort eigentlich, wir sollten uns überlegen, ob wir hier nicht etwas ändern. Wir müssen etwas ändern, denn wir können unser Petroleumgas hier, glaube ich, nicht mehr abgreifen. Das wird mehr hier drin, das ist schon mal gut. Trotzdem würde ich in naher Zukunft für eine Umstrukturierung dieses Haufens hier stimmen. Aktuell können wir noch hingehen und können uns schnell unterirdische Rohre produzieren. Hatte ich nicht irgendwo? Nein, okay, hatte ich nicht. Ich habe noch keine Fabrik, die mir Rohre produziert. Ich brauche eigentlich nur mal kurz ein Rohr hiervon und dann natürlich ein paar Rohre hier zum Verbinden, so wie eine neue Chemiefabrik. Hat er mir jetzt alle Rohre gefressen? Nein, hoffentlich nicht. Und dann können wir für den Moment hingehen. Warten wir kurz, bis unsere Rohre hier fertig sind. 10 Stück, das ist eventuell ein bisschen zu wenig. Hier kurz zur Seite gehen. Ihr seht, da ist jetzt auch schon Petroleumgas drin. Wie gesagt, alles immer noch sehr provisorisch. Wir gehen hier einmal unter unserem Leichtöltank durch, bis hierhin. Ich würde sagen, maximale Reichweite. Denn warum nicht? Wir können ja gerade noch. Jetzt haben wir hier unser Petroleumgas drin, ziehen das einfach mal kurz zur Seite und schließen hier unsere Chemiefabrik an. Drehen, drehen, drehen. Stellen hier Plastik ein und sehen, wir benötigen jetzt außerdem hier nur noch eine Kiste. Da fehlt natürlich wieder der Stahl. Ah, sieht dieses Erzförderband nicht herrlich gefüllt aus? So, jetzt kommt das Problem auf uns zu. Ich müsste nämlich, damit unser Logistiknetzwerk schön funktioniert, das hier erforschen. Und dafür brauchen wir 150 blaue Fläschchen. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, ignorieren wir das kurz und forschen weiter an unserem Laserturret, an unserem Laserturmschaden, so. Weshalb war ich kurz hier gewesen? Stahl, nicht Stahl. So. Hallo Stahl. Eventuell könnt ihr auch einfach hingehen, könnt den hier abbauen und das hier abbauen und das hier abbauen und shit. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir müssen kurz ummodulieren. Wir stellen hier einen schnellen hin. Dann bitte hier nochmal meine Kiste. Vielen Dank. So. Jetzt haben wir's. Die Kiste hier. Die Kiste da. So, wie gesagt, jetzt hier einfach eine Kiste hin, etwas Kohle rein und einen Knickarm nebendran. Dann natürlich noch ein bisschen. Oh, komm schon. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich genau eins zu weit gebaut habe? Weißt du was? Weißt du was? Bitteschön. Du kannst mich mal. So, diese Kiste hier. Zack, zack. Nochmal alles rein. Und den. Nein, wir nehmen normalen Knickarm. Ich hoffe, der reicht. Oh, komm schon, willst du? R, nicht E, sondern R. So. Plastik. Und jetzt soll das losgehen. Okay. Der produziert recht schnell. Wir benötigen aber nur eine Kohle. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, er produziert sogar immer zwei Barren. Das ist schön. Wir sehen, er stockt kurz, weshalb ich dann doch dazu tendieren würde, einen schnell hinzustellen. Wo, was war das? Oh, habt ihr das habt ihr das Flackern kurz gesehen? Nein, kann nicht sein, oder? Das kann doch jetzt nicht heißen, dass unsere Lasertürme so viel gefeuert haben, dass wir doch trotz der Akkumulatoren nicht genug Strom hatten. Das wäre wirklich ziemlich hässlich. Wir schauen mal kurz.
Okay. Wir behalten das im Auge. Wir brauchen jetzt natürlich als nächstes trotzdem noch. Ja, war klar, war klar. Bitteschön, Dankeschön. Nochmal abbauen. Denn ich habe vergessen, noch einen Knickarm mit einzurechnen, der mir das Ganze natürlich hier wieder ausliefert. So, nicht schön. Nicht schön, sagst du da. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber müssen wir vorerst mit leben, bis wir das Ganze ein bisschen perfektioniert haben. Das werde ich vorerst auch nicht auf ein Förderband legen, sondern wir arbeiten hier wieder mit der Kiste. Bitte schön, Kiste. Ah, wir sehen, das ist recht knapp, das da. Ja, also es wird voller. Es wird mehr produziert, als trotz des schnellen Knickarms ausgeliefert werden kann. Soll uns nicht weiter stören, ist eine schöne Sache. Wir graben hier jede Menge Kohle ab. Könnten aber auch einfach hingehen und könnten die Iron Chest hier einmal leer machen. Bam! 1000 Kohle. Packen die Kohle voraussichtlich, kommen hier durch, einmal frei, da rein. Und sollten dann bis auf weiteres hier nicht mehr Kohle nachfüllen müssen. Müssen jetzt eben nur zusehen, wie wir unsere Plastikbarren dorthin bekommen, wo wir sie denn brauchen. Die benötigen wir nachher noch häufiger, weshalb ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen würde, wir legen das Ganze auf ein Förderband. Kurz überlegen. Ich würde fast dazu tendieren, wir kommen von. Lass mich mal kurz überlegen. Wir könnten. Lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Ne, wir ziehen das Ganze nach hinten raus. Seht ihr? Schaut mal, das Licht flackert doch, oder? Übel. Übel. Wir brauchen. Ja, aber ich hab doch noch genug Kapazität in den Akkumulatoren. Okay. Könnte natürlich heißen, dass die Akkumulatoren nur eine gewisse Energie abgeben können. Also dass ein Akkumulator immer nur einen gewissen Energiewert abgeben kann. Und dass bei unserer momentanen Anzahl an Akkumulatoren dann nicht ausreicht, um alles zu versorgen, alles mit Strom zu versorgen. Ich wollte jetzt hier hingehen und wollte den so legen und den so legen. Denn dadurch kann ich, wenn ich hier mit einem normalen Knickarm, mit einem normalen Knickarm hier meine, oh, komm schon, mit meine Plastikbarren ausräume. Dankeschön. Strom. Strom. Wo ist der Strom? Da ist der Strom. Weit, weit weg. Oh, komm schon. Strom, bitteschön. So, wird gleichmäßig auf beide Seiten des Förderbands verteilt. Ist natürlich ein little bit wenig. Weshalb wir mal zusehen, dass wir hier noch ein bisschen. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Dankeschön. Noch ein bisschen mehr Austeiler hinbekommen. Muss ich jetzt wirklich noch zwei von denen bauen? So, dann bekommen wir hier mit doppelter Geschwindigkeit alles ausgeliefert. Meanwhile könnte ich schon mal die neuen Plastikbarren abholen gehen. Go, 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 go. Dann sehen wir zu, dass wir schleunigst 150 blaue Fläschchen produzieren. Von mir aus auch in meinem Inventar. Ist mir alles recht, solange ich schleunigst auf die Forschung komme. Ja, sobald die Forschung gemacht ist, haben wir quasi ausgesorgt und leben im Factorio Schlafenland. So, das wird schön verteilt. Passt soweit. Und jetzt können wir hier mal noch kurz das nochmal alles schön durchziehen. Bis dahin, wo wir es brauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Förderbänder noch brauche weiter hinten. Ich glaube es eigentlich nicht. Weshalb ich fast sagen würde, wir lassen die mal vorerst hier liegen. So. Kurz hier eingesammelt. Sparen wir uns ein paar Förderbänder hier. Eins, zwei, drei, vier. Toll. Eisenplatten, 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 Eisenplatten.
Vielen Dank. Zack, 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 zack. Und tada. Einmal alles nach hinten durchgezogen. Ich glaube, die Kupferplatten brauchen wir auch nicht mehr. Zahnräder, keine Ahnung. Wir ziehen einfach alles durch. Und können uns jetzt daran machen, an dieser Stelle die erweiterten Schaltkreise zu produzieren, indem wir einfach unsere vier Kupferkabel, elektronischen Schaltkreise und Plastikbarren abzweigen. Wir erinnern uns, das, was am meisten benötigt wird auf ein Förderband und die anderen beiden Komponenten auf das andere Förderband. Demnach werden die Kupferkabel, da sind sie, auf ein eigenes Förderband gelegt. Dann bräuchte ich bitte zwei Teiler. Dann reißen wir den mal ab und den auch gerade nochmal ab. So, bitteschön. Einen Teiler hierhin. Wir halten das hier weiter im Auge. Sobald hier ein Atompilzchen steht, wissen wir, dass wir ein bisschen was an unserem Aufbau ändern müssen. Ziehen den hier runter, bauen uns schnell ein paar Fabriken. Oh, das könnte dauern. Lasst uns kurz überlegen. Wir brauchen einen Knickarm, dann 1, 2, 3, einen Knickarm. Da können wir das zweite Förderband ziehen. Auf diesem Förderband sollen liegen Plastikbarren, die wir quasi hier teilen müssen. Ja. Plastikbarren. Für die Plastikbarren bräuchten wir hier einen Tunnel und hier sowas. Und dann können wir von hier oben mit den elektronischen Schaltkreisen kommen. So, hier, passt perfekt. Dann brauche ich, Moment. Achso, shit. Brauche ich natürlich noch einen Teiler, habe ich wieder nicht aufgepasst. Da hat der Herr nicht nachgedacht. So. Dankeschön. Go, 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 go. Da wären die fertig. Ich würde sagen, die stellen wir nicht direkt unten Press dran, sondern lassen einen Ticken frei. Einfach, weil wir es können. Obwohl, dann kann ich eigentlich auch so aufbauen. Denn es ist wahrscheinlich, dass ich hier eine Verbindung habe, als dann mit dem nächsten hier. Na, sehe ich hier irgendwo Strom? Ja, schau mal, den könnte ich doch. Nee, das machen wir besser nicht. Wir legen hier weiter. Das ist die maximale Reichweite. Ja, okay. Perfekt. Legen wir auch hier die maximale Reichweite. Gut. Wir hätten Strom. Ja, du kannst natürlich bitte da mal aufhören mit. Vielen Dank. Wir haben hier unsere Plastikbarren, hier unsere elektronischen Schaltkreise. Voraussetzt, ich schaffe es jetzt noch, die hier anzuschließen. Oh, böses Foul. Böses Foul. Shit. Da. Hallo. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen so viele von diesen blöden Förderbändern, Fließbändern, Dings, Dingsies. Oh. Okay. Nein, den anschließen und wir wären soweit. Wir können erweiterte Schaltkreise produzieren. Schau an, wer hätte es gedacht. Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Also rein, raus und Feuer frei. Jetzt aber. Da kommen die Plastikbarren an. Sehr schön. Ein elektronischer Schaltkreis benötigt 8 Sekunden. Demnach würde ich sagen, hätten wir jede Menge Zeit, das hiermit einzusortieren. Bitteschön, Dankeschön. Und das Ganze noch mit einem langen Knickarm einfach einmal ausliefern. Auf ein Förderband. Und diesen Dingern brauchen wir so dumm gelaufen, würde ich sagen. Da müssen wir leider ein bisschen Umweg fahren. nicht schön, nicht schön. Habe ich das eingesammelt? Sehr schön. Bitteschön. Dankeschön. So. Das hier schnell noch durchziehen. Bis hierhin und bis hierhin. Und die Produktion der erweiterten Schaltkreise läuft. Wir bauen schnell noch unseren Puffer. Einen Puffer, den können wir dann hier hinstellen. Wir liefern langsam ein, liefern schnell aus, haben jetzt natürlich keinen Platz, um die stacken, glaube ich, mit 200, um unseren Strommasten hier hinzustellen, müssen den dann gezwungenermaßen hier hinstellen. Macht uns überhaupt nichts aus. Läuft, würde ich sagen. Ihr seht, wie langsam das vonstatten geht. Ja.
sehr langsam. Ich werde die hier einfach gleich mal hier reinwerfen. Gut. Dann wären wir soweit fertig. Wir hatten jetzt immerhin schon mal den ersten Teil der blauen Flächen erledigt. Um die Smart Inserter kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr zugesehen habt. 31 Lasertürme, darauf können wir uns auch in der nächsten Folge freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Ben.